Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Smile und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einem neuen Gameplay. Wir spielen nämlich hier Surviving auf dem Mars, ne? Und ich habe mal bisher was eingestellt. Alle Einstellungen jetzt durch. Kreativmodus haben wir hier, Herausforderungsmodus. Ein neues Spiel. Ich würde aber eher vorschlagen, wir fangen mit dem Tutorial an und fangen mit den Grundlagen an, damit wir überhaupt wissen, um was es hier geht. Ich bin ganz gespannt, wie das Spiel funktioniert. Es gab es umsonst auf im Epic Game Store im März 2021. So, IMM, Ausbildungssimulation. Willkommen auf Mars. Bei dieser Übung lernst du, wie man auf der Marsoberfläche grundlegende Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und die Rakete betankt, um sie zur Erde zurückzuschicken. Lass uns anfangen. Effekt: In den Tutorials sind alle Erfolge deaktiviert. Hints, such as this one, will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. Okay. Im Lauf der Ausbildung wirst du immer wieder Tipps wie diesen erhalten. Sie erhalten nützliche Informationen darüber, wie du deine aktuellen Aufgaben erfüllen kannst. Bitte blende diese Tipps aus, um fortzufahren. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Gut, dann machen wir uns erstmal hier mit der Kamera. Aha, man hat dann hier diese ganzen Vierecke, zum Beispiel hier. Wir können hier und dann hier reinzoomen und alles, die ganze Kolonie, bis sich neigen, drehen. Okay. Okay, dann landen wir mal unsere erste Rakete, ne? With the rocket selected, designate a landing site on the indicated location. Da ist der Landeplatz, gut. Und da kommt schon unsere Rakete. Sie ist am Landen. Lege einen Landeplatz fest und Rakete aus. Bringe die Rakete mit Maus in Position und erteile ihr mit. Okay, das haben wir alles schon gemacht. Prima. Das erinnert mich ein bisschen an Commander Conquer. Oh, sieht das genial aus, ey. And we have touchdown. Alles klar. Has landed on Mars. Drohnen und Ressourcen. Und wir haben aufgesetzt. Die Rakete ist auf dem Mars gelandet. Sie ist mit den Drohnen beladen, ferngesteuerten Robotern, die sich um deine Bauvorhaben und das Sammeln von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Errichtung von Gebäuden ist eines der ersten Dinge, die unsere Marsbasis benötigt. Platziere eine Metalldepot, damit die Drohnen automatisch beginnen. Metalle von dem naheliegenden Vorkommen auf der Oberfläche einzusammeln. Das machen wir auch. Entschuldigung, liebe Leute. Öffne das Baumenü mit Folge anschließend den Pfeilen um das Metall. Ach, hier haben wir es doch. Lager, Depot. Metalldepot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich mal vorschlagen, da gehen die ganzen Roboter hin. Wir haben hier überall Ressourcen. Wir können das ja hier in die Mitte. Ich platziere es mal hier rüber. Genau, so. Beschleunigen wir die ganze Angelegenheit. Oh, sieht das niedlich aus hier. Das ist ganz beschäftigt hier, dieses ganze Gewusel. Sehr gut, prima. Rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Okay. Initially, it's best to designate a universal depot, so the drones have a place to store them. Unsere Rakete ist mit den wertvollen Ressourcen beladen, die für den Bau und die Erhaltung einer Kolonie entscheidend sind. Am Anfang ist es am besten, den Drohnen einen Universallager zuzuweisen, in dem sie die Ressourcen lagern können. Platziere ein Universallager in der Nähe deiner Rakete. Ein Universallager. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist ein Universallager. Eine Mülldeponie. Gut, okay.
kommt direkt nebendran. Betonextraktoren. Neben Metall ist Beton die andere unerlässliche Bauressource. Okay. Der Betonextraktor muss über eine Betonvorkommen oder in diesem Nähe platziert werden. Öffne das Baumenü, wähle einen Betontraktor aus und platziere ihn an der vorgeschlagenen Position. Ah, gut, okay. Die sind jetzt hier am Abbauen und jetzt verziehen sie sich irgendwo hin. Verstehe ich nicht ganz wo. Warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, die holen die ganzen Ressourcen hier raus. Ja, das ist natürlich toll. Ah, das ist genial. Oh ja, 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 ja. Jetzt sehe ich es gerade. Ah, sieht das gut aus, ey. Okay. Es ist ein bisschen hier umständlich mit der Maus. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir öffnen mal hier Produktion. Betonextraktor. Okay, und warum gerade hier? Oder ist es einfach nur wegen der Fläche? Okay, extrahiere schwefelhaltiges Regolith aus unterirdischen Vorkommen. Alle Extraktoren wirbeln Staub auf, was bei Gebäuden im grauen Bereich zu einem höheren Wartungsaufwand führt. Okay. Im grauen Bereich. Das ist ein roter Bereich. Platzieren, abbrechen, drücken, drehen, RT. Okay. Hinein. Zoomen. Shift halten, mehrere positionieren. Ne, wir positionieren erstmal nur einen. Well done. Now observe okay. How the drones will carry all the resources to the site and then construct the concrete extractor. Gut gemacht. Schau jetzt dabei zu, wie die Drohnen alle Ressourcen dorthin bringen und baue dann den Betonextraktor. Vergiss nicht, dass der Bau auf den schnellsten Spieltempo früher fertig wird. Okay. Schnellste Tempo. Achso, wir waren ja schon auf dem mittleren Tempo. Und das ist auch schon schön hier mit den Lichtern und so, ne? Ist gut gemacht mit den Robots. Gut gelöst, ey, mit den Drohnen. Was hat der? Eine automatische Einheit, die von einem Drohnenhub oder Rakete gesteuert wird. Sammelt Ressourcen, errichtet Gebäude und führt Wartungen durch. Ach, der Akku ist leer hier. Ah, 5% Akku. Ah, okay, okay, okay. Die ist jetzt wieder in die Rakete reingegangen und in die Ladestation. Ist auch bald leer, der Akku. Also, liebe Leute, wie ihr gesehen habt, die haben Akkus. Like most buildings, okay. The concrete extractor needs power in order to operate. Having a reliable electrical grid and supply is essential for the success of the colony. Okay, ich lese das nochmal vor. Wie die meisten Gebäude benötigt auch der Betonextraktor Strom. Ein verlässliches Stromnetz sowie eine sichere Stromversorgung sind für den Erfolg der Kolonie unerlässlich. Stirling-Generator sind zwar ausgezeichnete Stromquellen, aufgrund ihrer Komplexität können sie während der frühen Phase der Kolonialisierung des Mars jedoch noch nicht gebaut werden. Daher werden sie in Form von Fertigbauten von der Erde eingeflogen. Fertigbauten benötigen keine Ressourcen, sondern müssen lediglich von Drohnen ausgepackt und zusammengebaut werden. Wir haben dir eine Stirling-Generator-Fertigbau zur Verfügung gestellt. Ziel: Baue einen Stirling-Generator und verbinde ihn anschließend mit Hilfe eines Stromkabels mit dem Betonextraktor. Du kannst den Stirling-Generator aber auch direkt neben den Betonextraktor platzieren, damit eine direkte Verbindung hergestellt wird. Okay. Er benötigt Strom. Hier haben wir das Stromsymbol. Dann warte mal, dann können wir ja hier, wenn wir wieder ins Baumenü reingehen, hier haben wir es doch, Strom. Stirling-Generator. Erzeugt Strom, ist der Generator verschlossen, ist er zwar vor Staub geschützt, erzeugt jedoch weniger Strom. Ach, der öffnet sich und schließt verfügbare Fertigungsbauten ein. Also, aha, das ist sein Energiefeld.
Gute Frage. Sollen wir den direkt nebendran stellen? Stört er, wenn er nebendran ist? Ich glaube eher weniger. Wir machen mal ein Feld hier weiter rüber. Oder sogar zwei. Ich weiß ja nicht, was noch hier alles gebaut werden muss. So, jetzt müssten eigentlich die Drohnen kommen. Die Drohnen sind fleißig am Sammeln. Ja. Umso weiter sie wegfahren müssen, die haben ja auch nur eine begrenzte Akkulaufzeit. Ne? Da müssen sie wieder laden. Also die Wegstrecke ist einfach ziemlich weit. Kann man das hier, lege einen Namen fest? Nein. Hefte den Gegenstand an die Schnellleiste an. Öffnet entsprechenden Artikel im Lexikon. Okay. Naja. Wir gucken mal. Also, die ersten Roboter kommen jetzt. Bin mal gespannt, wie dieser Stirling-Generator funktioniert. Stirling-Generator. Oh, hier ist ein... Connect the Stirling-Generator and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. Okay. Ach, das ist die Ressource hier, okay. Öffne den Baumenü und verbinde den Stirling-Generator über ein Stromkabel mit dem Betonextraktor, um den Extraktor mit Strom zu versorgen. Mit rechter Maustaste kannst du den Bau eines Stromkabels abbrechen oder den Modus zum Platzieren des Kabels verlassen. Okay, wir gehen mal auf da. Stromkabel. Also von hier eigentlich hier rüber. Okay, das war's schon. Stand da was Besonderes? Warte mal, lass mich mal gucken. Lege Stromnetze, Stromverzeugung und Stromverbrauch verbinden. Kosten 1 für jeden 5. Für jeden 5 Felder großen Abschnitt. Tastenkürzel ist C. Okay, aber es gibt ja noch hier, guck mal, es gibt Stromakkumulator. Also es gibt also auch Akkus, ne? Kann manuell aktiviert werden, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Ach so, hier so ein Schalter dazwischen setzen, um die Stromzufuhr zu kappen, dann, wenn man das nicht mehr. Okay. Ja, wunderbar. Gut. Er ist. Waste Rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Gesteinsabfälle und das Betondepot. Gesteinsabfälle sind ein Nebenprodukt aller Extraktoren und werden idealerweise an festgelegten Positionen gelagert. So kannst du sicherstellen, dass die bei späteren Bauvorhaben nicht im Weg sind. Die Menge an Gesteinsabfällen pro Ressourcen hängt von der Qualität des Ressourcenvorkommens ab. Du kannst ein Ressourcenvorkommen auswählen, um dir eine Qualität sowie die darin enthaltene Menge an Ressourcen anzusehen. Platziere eine Mülldeponie um ein Betondepot, um den Extraherbeton aufzubewahren. Okay, also die Gesteine, das Geröll müssen wir weitgehend dahin platzieren. Jetzt springt er an. Achtung. Wir können uns hier das anzeigen. Extraherschwefelhaltiges Regolith aus unterirdischen Vorkommen. Alle extra Werbenstaub, was bei Gebäuden im grauen Bereich zu einem höheren Wartungsaufwand führt. Produktion pro Soll 24, Beton 0,4:4:20 gespeichert. Gelagerte Gesteinsabfälle 0,01, was das auch immer verfügbare Vorkommen da. Warte mal, Beton, Gesteinsabfälle. Naja, wir gucken mal. Ich würde vorschlagen, hier, Lager. Wir haben hier so eine Mülldeponie. Die können wir leider nicht nehmen. Da können wir das aber nehmen, siehst du? Betondeponie bietet Platz für Lagerung von 180 Beton. Eine Ressource werden zu anderen Lagern in Reichweite der Drohne gebracht. Also wir haben unser Lagersystem komplett hierhin und dann würde ich das gerne auch hier weiter. Es ist zwar ein weiter Weg bis dahin, aber
Keine Befehle beladen mit keinem bestimmten Ziel. Er hat jetzt noch keine Ziele. Okay. Platziere in der Nähe deines Extraktors ein Betonlager um und eine Mülldeponie, um seine Produkte lagern und Abfälle entsorgen zu können. Also, wir brauchen noch eine Mülldeponie. Die Mülldeponie würde ich ehrlich gesagt irgendwo hier vorne. Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned. Interessantes Spiel, ey, das muss man echt sagen. Verstehe nicht, warum das nicht so groß geworden ist, obwohl es eigentlich sehr, eigentlich, mir macht Spaß direkt am Anfang. Wir haben 4 Milliarden und 100, weiß nicht was, das ist nicht verfügbar. Okay, da oben habe ich es nur gerade mal, ich habe gerade mal oben am Bildschirmrand mal geguckt, was da oben alles so, hier, da haben wir es doch, hier 100, was ist das, Forschungssponsor, Auslagen, Forschung, okay, es gibt verschiedene, hier ist Lebenserhaltung, das ist hier Wassererzeugung, Wasserbedarf, gespeichertes Wasser und so, CO2, Sauerstoff natürlich, ne, und Strom, ne, aktuell Stromerzeugung 10, Strombedarf ist 5, also die Hälfte des Stroms wird für das Betonkraftwerk benötigt. So, Drohnenhubs. Die Drohnen arbeiten innerhalb der Reichweite der Drohnenkontrolleure, denen sie zugewiesen sind. Automatisch offene Aufträge ab. Aktuell sind alle Drohnen der Rakete zugewiesen. Wenn du die Rakete auswählst, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch wieder abhebt, müssen die Drohnen einen neuen Kontrolleur zugewiesen werden. Controller zugewiesen werden. Baue einen Drohnenhub und stelle sicher, dass er mit Strom versorgt ist. Okay. Wir haben hier unsere Stromquelle und sollen jetzt hier diesen Infrastruktur Drohnenhub kontrolliert Drohnen und teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben zu. Der Drohnenhub könnte, ups, Entschuldigung, liebe Leute, könnte auch hier, wenn ich jetzt ans Bildschirm, könnte eigentlich direkt hier dran. Nee, wäre blöd. Oder hier. Nee, ich würde vorschlagen, ich lasse immer ein bisschen Luft dazwischen. Ich weiß nicht, was mich noch erwartet. Dann machen wir den hier hin. Genau. Da haben wir es doch. Guck. Die Ressourcen kommen jetzt langsam alle zusammen. Könnte man den erweitern eigentlich? Hier, achso, hier kannst du auswählen, was gelagert werden darf und was nicht. Interessant. Und das ist wahrscheinlich die Ladestation oder sowas, ha? Warnung, muss mit einem Stromerzeuger verbunden sein. Ja, ist ja kein Thema. So, wir verknüpfen den hier. Wie war das denn nochmal hier? Stromkabel, genau. Nee, gefällt mir überhaupt nicht, dass er so... Da auch nicht, nee. Na komm schon. Naja, gut, so ist das halt. So, bau das mal so hier hin. Und dann gucken wir mal, wie viel Strom wird er eigentlich, wie viel wird benötigt? 3, genug Strom. 3, also bleiben noch 2 Einheiten an Strom über. Und was ist, wenn er hier alles weggewälzt hat? Okay. Interessant. Jetzt, wenn wir da mal rauszoomen würden, jetzt wieder hier. Ach, guck mal hier, wie groß das ist, das Feld. Oh je. Das erinnert mich ein bisschen an SimCity, hä? Nur ein bisschen. Drohnenbatterien. Okay, die Drohnen werden in Batterien von Batterien angetrieben, die wieder aufgeladen werden müssen. Jede Drohnenhub hat 2 eingebaute Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie jedoch vergrößert, solltest du weitere bauen. Der Bau von Aufladestationen, vor allem im Bereich mit hoher Drohnenaktivität, ist für eine effiziente Arbeit unerlässlich. Bauen
baue in der Nähe des Betonextraktors eine Aufladestation. Wir sind immer noch im Tutorial, liebe Leute, ne? Ja. Okay, wir bauen mal da eine hin. Genau. Wenn er zum Beispiel, er muss nicht bis da hinten rüberfahren, wenn er leer ist. Kann er von mir aus hier in Zukunft auch hier, wenn er, oder hier. Hier ist es am besten, genau. Jetzt legen wir nochmal schnell das Kabel zu der Ladestation aus. Können wir es auch hier verbinden? Ja. Sieht ein bisschen schäbig aus. Jetzt weiß ich leider nicht, wie man das wieder... Da bau... Nee, ist egal. Es ist jetzt so. Hätte auch ein bisschen schöner aussehen können, ne? Ja. Wir können eins noch machen, damit die Bots nicht so weit immer fahren müssen. Können wir eigentlich ein direktes Lager... Lager, Universallager. Eigentlich direkt hier. An der Ladestation. Und dann ist die Effizienz direkt mal gestiegen. Zack, 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 können Sie das da. Sie müssen nicht bis da hinten rüberfahren und, weil benötigt halt viel Strom. Was ich nicht verstanden habe, ist hier, wenn er. Ich kann ihn öffnen. Erzeugt Strom, ist der Generator geschlossen, ist es zwar vor Staub geschützt, erzeugt jedoch weniger Strom. Eine steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stages. Oh, die Folge ist schon wieder voll, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Es war sehr interessant. Ich hoffe, ihr lässt Like da und Abo. Mich würde es freuen. Kommentiert das Video. Wir machen gleich weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.